Scheiße. Das wollt ihr doch alle sehen. Saturday, bitte. Ich muss es nochmal am Tag. Mich hier drin stehen. Holy shit. Lass mich einen Baum vor mir haben. Oh. So, und jetzt pass mal auf, Achtung. Zuerst einmal durch die Wolken fliegen ist absolut geil. Ja, geh durch. Oh. Guck dir das an. Wenn du von oben auf die Welt drauf guckst und die Wolken sind so oben drüber. Das ist so geil. So, ist er noch da? Er ist tatsächlich gestorben. Oh, das Wasser! Er ist tatsächlich gestorben, wow. Pass mal auf. Wir, bist du gestorben? Ja, mehr oder weniger. Hast du das? Ich habe gar nicht das Wasser gesehen, Mann. Ich hätte gar nicht auf die ganze Zeit gar nicht auf das Wasser geachtet. Nee, ist gerade übrigens wirklich der Server gekommen. Aber warte, ich muss mal die Story starten. Mach's nicht. Dein Minecraft schmiert ab. Jetzt machen wir mal Rain an. Du wirst dich gleich wundern, wie geil das aussieht. Ja, mit dem Nebel, ne? Ja. Oh, das ist so scharf. Ich meine, man sieht den Regen nicht, aber... Die Sonne bewegt sich auf dem Wasser. Was, die Sonne? Bewegt sich auf dem Wasser, also es ist nicht stetig, sondern sie flattert so leicht hin und her. Ja, du kannst auch Tab, dann macht dann Autocorrect der. Oh, man sieht den Donner gar nicht, das ist schade. Ne, wir machen mal wieder Weather Clear. So. Jetzt will ich die Sonne nämlich auf dem Meer sehen. Ach du Scheiße. Guckt euch das an. Oh mein Gott. Wenn man die wie Sonne... läuft das, wenn wir aufnehmen? 30 wow. bis 40 FPS, während ich aufnehme. Warte mal, ich muss kurz dafür Minecraft neu starten. Wenn man die Sonne durch einen Baum anguckt, das ist so scharf. Guckt euch das an hier. Oder durch so eine Kante oder so. Wenn man an irgendwas vorbeischaut und die Sonne sieht. Das ist so geil. Ich hatte gerade so eine Sicht auf die Sonne, so über den Berg oben drüber. Das ist... Oh. Moment, ich hab's gleich. Ah, hier sind die Wolken im Weg. So, machen wir das mal. Achtung. Und... Oh, fuck, Alter, das war gerade kein Sort. Oh, das ist so scharf. Das ist so oh scharf. Mein Gott, schau mal eine Ravine runter. Das ist... Ich krieg Voice Cracks von der Sexiness. Du, ich weiß gar nicht, wo eine Ravine ist. Darf ich mal ein bisschen rumnerden? Ja. Der hat die korrekten Gesetze der Physik in naja, wenn man Licht als Strahlen betrachtet. Totalreflexion, kennst du das? Totalreflexion bedeutet, wenn je steiler du auf Wasser guckst, desto mehr reflektierst. Wenn du von oben auf Wasser guckst, dann macht's gar nichts, ja? Ja. Das fast ist gar mir nichts. Aber auch schon aufgefallen. Aber wenn du runterfällst, dann fängt's immer mehr an zu reflektieren und irgendwann siehst du nur noch die Umgebung und so. Das ist voll cool. Und die Wolken, oh mein Gott. Und vor allem läuft es Musik. Habe ich irgendwas verpasst, weil ich so lange nicht in Minecraft drin dass neue ja, Musik, Musik ist. Neue Mix. Musik ist drin. Oh, kann ich sogar lauter machen. Hört sich sogar ganz gut an. Und zwar, Dings, die laufen jetzt flüssiger als sonst. Also die hat er optimiert. Der arbeitet ja fast jeden Tag dran. Der Sonic Eater. Sau cool. Der hat die optimiert und die laufen jetzt schneller als vorher. Also sieht schöner aus und ist schneller. Und vor allem ist es besser zu installieren. Zumindest, naja, ich hatte vorher Probleme. Stronghold unter mir. Ich habe das gerade durch die Map gesehen. Wow. Ja, aber er hat immer noch nicht das Shading in Höhlen gefixt. Da leuchtet es immer noch, aus welchem Grund auch immer, viel zu hell. Was? In Höhlen. Da ist das Shading immer viel zu hart. Ja, warte mal ganz kurz. Ich suche mal eine Höhle zusammen. Lava. Oh, Alter. Aber diese ganzen Effekte sind ja noch recht hart. Wow. Geh mal in den Raum mit Lava, Mann. Ja, das habe ich auch gerade. Nee, aber was ich hart finde, ist... Oh. Wenn du in der Höhle einfach mal so vor dir einen Torch platzierst, dann drückt sie erstmal richtig dein Gesicht weg. Flint and Steel. Mich interessiert das ziemlich, wie die Nether aussieht. Ziemlich. Wie sieht die Nether aus? Es geht. Also, nee, bevor du durchgehst. Nee, shut the bloody hell nee, up. Nee, ich will okay, alles klar, dann wirst du so hin. Du musst Glowstone sehen. Ja, das, dir gar nicht das ist mir bewusst. Das muss so hart da drin leuchten. Und einfach das leuchtet kann, nicht komplett, sondern es leuchten nur die hellen Stellen. Das sieht wirklich aus wie eine Lampe. Muss dir mal anschauen. Das riecht gut.
Und ich werde jetzt einfach nur, weil ich so viele Updates verpasst habe, aber noch weiß, dass es passiert ist, dass man sich jetzt unendlich große Portale machen kann. Ja. Oh, durch das Portal scheint die Sonne nicht. Aber das Portal reflektiert! Verärzelt? Ja, das Portal reflektiert. Und ich bin durchgelaufen. Ja, in Creative kann man direkt durch. Ist es zu hoch? Ja, ist es zu hoch. Ja, ist scheiße. Habe ich gerade gesagt, das Portal ist zu hoch? Ja, habe ich gerade gesagt. Warte mal. Tatsächlich. Wow. Ich glaube, mein Minecraft stürzt jetzt ab. Warum raus, Chris? Oh mein Gott! Tu es nicht! Oh mein Gott, wo komme ich her? Scheiße. Oh, okay, ich habe mal... Oh, fuck. Nee, ernsthaft, grab dich mal komplett nach oben hin raus. Komplett nach oben aus? Ja. Und nimm am besten Feuerzeug mit, weil du wirst das Licht brauchen, glaub mir. Nein, ich mein's ernst, du wirst das Licht brauchen. Ohne wirst du... Aber oh, das sieht so geil aus. Alter. Vor allem hast du noch die Clouds an. Ja, hab weil ich. Dann stell dich auf den Boden und guck dich um, du wirst Nebel sehen. Dann zünd mal an und renn ein bisschen drum rum. Du wirst einen richtig coolen Effekt bemerken. Ne, Moment, Moment, was soll ich tun? Oh, Moment. Boden anzünden und wegrennen. Ja, oder halt immer noch drauf achten. Oder merkst, wie so ein Nebel sich vor der Torch bildet oh, und so. Oh, ja, das meinst du. Oh, geil. Heilige Scheiße. Alter. Und du siehst, Alter, wenn du dich umguckst. Ich habe gerade diese episch schnelle Musik am Laufen. Oh mein Gott, das funktioniert auch noch. Ich habe ein Portal, das 26 Blöcke breit ist. Oh Gott, guck keine Endermänner an, bitte. Nie. Bitte niemals angucken. Also ich meine jetzt... Scheiße, beinahe. Alle Gegner sind golden. Ich meine, ernst, alle Gegner leuchten. Ich weiß, die Spinnen sind bei mir irgendwie golden. Oh, das ist so... Was passiert, wenn die Creeper explodiert? Nein, pass mal auf. Achtung, sehe ich denn? Ja. Wenn du fertig bist mit Ausprobieren, bitte ich mal dich Folgendes zu tun. So, ein bisschen so drumherum nehmen. Man sieht den Mond und die Wolken. Mhm, ja. So. Und jetzt konzentriere dich ein bisschen und tippe Weather Rain. Und guck immer auf den Mond. Ich schwöre dir, du wirst ausrasten. Oh mein Gott. Als ob dich dieser Himmel auffrisst. Ach du Kacke. Der Himmel frisst dich und auf. Und du siehst in der Nacht gar nichts. Und du siehst nur die leuchtenden Spinnen überall. Ich hab grad so wunderschöne Musik am Laufen. Minecraft. Ja, so. Aber die wurde so hart optimiert, das glaubst du gar nicht. Ich sehe nicht, ich bin schon über den Wolken und seh den Mond nicht mehr. Ja, ja, aber du musst hingucken. Wenn du irgendwann auf Höhe der Wolken bist, dann merkst du, wie es richtig hell wird. Und ich muss davon kurz... Und... Boah, Alter, ich komm nicht drauf klar. Das sieht so unnormal. Warte, Fox, ich kann dir kurz einen Screenshot geben von dem, worauf ich hier gerade abfappe. User joined your channel. Ihr will noch einer kommen? Alle, einfach alle. Oh, Alter. Diesen Himmelfresseffekt, das ist einfach der geilste. Der ist echt krass. Das ist so, als ob der Himmel auf ist. Alter Schwede.